Die Prostata ist immer ein recht großes Thema in der tagtäglichen Sprechstunde. Zu den häufigsten Prostataerkrankungen gehören die gutartige Prostatavergrößerung, die Beschwerden macht meistens ab dem 40. bis 50. Lebensjahr. In dem Bereich, also in dem Altersabschnitt, kommt es dann häufig zu Prostatavergrößerungen, die auf die Harnröhre oder die Harnröhre einengen können und damit zu Beschwerden beim Wasserlösen führen können. Das andere Krankheitsbild, was doch recht häufig vorkommt, beziehungsweise was auch den häufigsten Tumor des Mannes darstellt, ist das Prostatakarzinom. Das Prostatakarzinom macht eben in dem Sinne keine klinischen Beschwerden, sondern wird im Grunde über Blutuntersuchung beziehungsweise eine körperliche Untersuchung diagnostiziert. Als dritten wichtigen Punkt haben wir noch die Prostata-Infektionen, die oft als Folge der gutartigen Prostatavergrößerung auftreten. Auch hier ist wichtig, dass das früh genug erkannt wird, weil eben Prostataentzündungen nicht selten eben auch zu einer Blutvergiftung führen können und somit auch ein lebensbedrohliches Krankheitsbild darstellen können. Genau, also bei der gutartigen Prostataerkrankung fängt man natürlich erstmal mit einer konservativen oder medikamentösen Therapie an. Oftmals kann man da den meisten Patienten schon gut helfen. Manchmal nützt das nichts mehr, sodass man einen kleinen Eingriff machen muss. Und zwar kann man da zum Beispiel über die Harnröhre die Prostata von innen ausschälen, das überschüssige Gewebe sozusagen resizieren. Diesen Eingriff führen wir zum Beispiel hier auch in dieser Klinik durch. Bei der bösartigen Erkrankung hat man mehrere Therapieoptionen, da kommt es immer so ein bisschen darauf an, wie aggressiv der Tumor ist. Manchmal muss man gar nichts machen, wenn es kein aggressiver Tumor ist, dann kann man abwarten und das Ganze beobachten. Außerdem hat man noch die radikale Prostata-Operation, wo die Prostata eben komplett entfernt wird. Oder bei älteren Patienten hat man noch die Möglichkeit, die Prostata zu bestrahlen.